Ja, zum Beispiel das Projekt der Polizeipferde, das war so ein Herzensprojekt. Jetzt hat der Nachfolger das gestoppt. Wieso auch immer. Er hat es begründet. Sie meinen, das wäre eben nicht richtig gewesen. Fühlen Sie sich da auch düpiert? Also jedes meiner Projekte im Innenministerium war ein Herzensprojekt. Die Einstellung der berittenen Polizei zum jetzigen Zeitpunkt ist, verzeihen Sie, dass ich das so deutlich formuliere, das Dümmste, was man tun kann. Denn wir haben das ja ausgerichtet auf einen Probebetrieb. Jetzt hat man die Pferde ausgebildet, dann hat man die Reiter ausgebildet. Wir waren in Wiener Neustadt kurz davor, in den Straßenechtbetrieb zu gehen, um eben zu testen, ob das etwas ist, was in Österreich Sinn macht. Und dann stört man es ein. Also blöder geht es ja wirklich nicht mehr. Und man erkennt ja auch ganz klar das Konzept, das dahinter steht. Es soll möglichst wenig von einem freiheitlichen Innenminister übrig bleiben. Ich warte ja gerade nur noch, bis sie den Teppich aus dem Stiegenhaus des Innenministeriums herausreißen, nur weil wir ihn verlegt haben. Das ist das, was noch fehlt. Man arbeitet offensichtlich an einer Vernichtung des Andenkens, wie man sonst nur aus der römischen Geschichte kennt.